Hallo, also wir sind die Gruppe iTop und okay, kommt gleich. Und kurz noch zu uns, also unser Team besteht einmal aus David, Achim, jetzt habe ich außersehen Jakob und ich habe gerade den Namen vergessen, weil ich etwas aufgeregt bin, dann Jim und einen weiteren Namen, den ich vergessen habe, es tut mir leid, ja. Und Nico, so, tut mir leid. Und mir, ich bin Mirella, hallo. Okay, also wie unser Projekt schon heißt, also Eitopf, es geht um einen Blumentopf. Und unsere grobe Idee war, sozusagen die Kommunikation zwischen Pflanze und einem Menschen zu machen. Genau. Genau, also das haben wir damit geschafft, dass wir Sensoren eingebaut haben oder ja, die Pflanze halt mit Sensoren verbunden haben und die gibt uns dann jetzt sowohl Licht- als auch Feuchtigkeitswerte. Entschuldigung, also wir haben gerade ein kleines Problem bei unserer Präsentation. Okay, also jetzt wird sie abgefilmt. Okay, gut. Also hier könnt ihr nochmal sehen, also Eitopf. Und dann gebe ich gleich das Mikro weiter. Ja, genau. Also wir haben die Pflanze mit zwei Sensoren verbunden. Und zwar einem Wasser- und zwar einem Feuchtigkeits- und einem Lichtsensor. Und der teilt es dann halt die Feuchtigkeitswerte oder die Lichtwerte mit. Ja, was wir dafür verwendet haben, ist ein ESP und dazu dann noch ein Lichtsensor und ein Feuchtigkeitssensor, dann noch ein paar LEDs und ein Raspberry Pi und das Wichtigste, unsere Topfpflanze QWERTY, die unser Versuchsobjekt ist. Ja, und jetzt zum Feuchtigkeitssensor. Also der misst die Leitfähigkeit in der Erde. Und ja, der schaut dann, wie viel Wasser noch im Topf ist, damit man weiß, wann man gießen muss. Genau, und dann haben wir ja nur den Lichtsensor. Das ist eigentlich ein lichtempfindlicher Widerstand und der gibt uns dann einen analogen Lichtwert aus. So. Und wir haben noch den ESP verwendet, weil irgendwie müssen wir die Daten, die wo von den Sensoren kommen, auch übermitteln. Und der ESP, der ist ein Mikrocontroller, der hat einen Wi-Fi-Chip, was bedeutet, wir können wie ein Arduino arbeiten, aber trotzdem einfach Daten übermitteln. Ja, ja, ist besser so. Und auf jeden Fall, ich war dann auch noch für das Backend zuständig, weil ich habe ein Python-Script geschrieben, das wo dann auch die Daten, die wo über... Das wo die Daten, die wo vom ESP reinkommen, an eine SQL-Datenbank weiterleitet, damit wir dann die Daten einfach strukturiert zur Verfügung haben und weiter damit arbeiten können. Wir haben in das Backend auch integriert, dass wir per App Push-Notifications bekommen sollte, die mit if this then that, das kennen vielleicht ein paar, so dass wir dann auch am Handy Meldungen bekommen. Also außerdem können wir die Daten, die wir ermittelt haben, direkt über unsere Website abrufen. Und das in Echtzeit, weil es direkt auf die Website übertragen wird durch die Datenbank. Also das heißt, Sie können überall auf die Daten zugreifen. Genau. Und das haben wir jetzt live hier. Also ihr könnt das auf diesem Display anschauen. Also im Moment hat die Pflanze eine Feuchtigkeit von 58%. Und wenn wir jetzt beispielsweise den Sensor rausziehen würden, David, könntest du bitte ein bisschen... Okay. Müsste eigentlich nach einer kurzen Weile 0% dastehen. Du kannst wieder den Sensor reinmachen, weil später wird es nochmal weiter erklärt. Okay. Also das ist eben die Website und die läuft in Echtzeit ab. Ich werde es dann...
Wir haben außerdem noch ein Sprachinterface, das, man hat es vielleicht leise gehört, eine Warnung ausgibt, wenn die Pflanze zu wenig gegossen wird. Die Aussage Ibims 1 Topf, bitte gib mir 1 Glas Wasser, lol, wird so lange wiederholt, bis die Pflanze gegossen wird. Also wir werden jetzt nochmal diesen Sensor anmachen, damit ihr das versteht. Also wir werden jetzt den Sensor rausnehmen, damit die Pflanze denkt, dass sie kein Wasser hat. Deswegen, genau. Bitte gib mir 1 Glas Wasser. Lol. Genau, und das läuft eben so lange, bis man es wieder entdeckt. Okay. Gut, also. Ja, und dann sind eben die Push-Notifications auf dem Handy. Vielen Dank dafür, also für eure Aufmerksamkeit und sorry, dass es nicht so geklappt hat, wie es eigentlich sollte, aber egal. Das ist unser Projekt und ich hoffe, es hat euch gefallen.